Mir zugeschaltet Professor Volker Böhme-Nessler, Rechtswissenschaftler ist er. Und wir wollen uns ein bisschen unterhalten über diesen Impfpass, der ja höchstwahrscheinlich kommen wird. Übrigens Verfassungsrechtler, so ist es richtig, an der Universität Oldenburg. So viel Zeit muss sein und Entschuldigung, Herr Böhme-Nessler. Aber dass er kommt, ist klar. Was aber muss grundsätzlich einig durch alle EU-Mitglieder bestimmt werden? Und wo ist Spielraum, um zu sagen, da darf jeder seins machen? Hallo Herr Klug. Grundsätzlich ist es so, wenn die EU eine Regelung trifft, dann müssen sich alle Mitgliedstaaten dran halten. Wenn die EU das Thema offen lässt, dann gibt es Spielräume für die einzelnen Staaten. Das heißt also, ob man im Einzelnen Impfpässe machen darf oder nicht, hängt davon ab, ob man eine europäische Regelung findet oder nicht. Wenn man diese europäische E-Regelung nicht findet, sich nicht einigen kann auf einen Impfpass für diesen Sommer, haben die Länder doch trotzdem die Möglichkeit zu bestimmen über andere Regelungen, was ja Deutschland momentan auch aktuell tut, indem es sagt, ihr dürft einreisen, ihr dürft durchreisen, ihr dürft es nicht. Also wenn der Impfpass nicht kommt, ist es doch in dem Interesse bzw. der Verantwortung jedes Landes zu sagen, ob mit oder ohne Impfpass, wir entscheiden nach nicht gut dünken, aber nach Fallzahlen. Also wenn der Impfpass nicht kommt, dann bleibt es bei der normalen Regelung, die wir jetzt gerade haben. Und da haben wir das Schengen-Abkommen. Und Schengen sagt, in Europa, das ist eine der Grundideen von Europa, in Europa sind die Binnengrenzen grundsätzlich offen. Also grundsätzlich ist es normal, dass man ohne Hindernisse von einem Staat, von einem Mitgliedstaat in den anderen reisen darf. Ausnahmsweise bei ernsthaften Bedrohungen darf zeitlich begrenzt eine Grenze zugemacht werden oder der Grenzübertritt schwieriger gemacht werden. Das ist das, was Deutschland und was andere Staaten auch gerade machen. Das sind aber die absoluten Ausnahmeregelungen. Die grundsätzliche europäische Idee bleibt, die Binnengrenzen, die Grenzen innerhalb Europas sind frei. Das heißt also, wer solche Pässe einführt, müsste sich auf die Ausnahmeregelungen des Schengen-Abkommens berufen. Und diese Ausnahmeregelungen gehen eben nur unter strengen Voraussetzungen und sie gehen auch nur zeitlich begrenzt. Trotzdem, wenn dieser Impfpass kommt, und er soll ja dann kommen, um auch ein freies Reisen möglich zu machen, das zumindest ist einer der Gründe. Das würde ja die benachteiligen, die zum Beispiel sich nicht nur nicht impfen lassen wollen, sondern bis zum Sommer oder bis zum Herbst noch nicht mal ein Impfangebot haben. Wo bleibt denn da die Gleichheit? Sie haben völlig recht, Herr Klug, unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten auf europäischer Ebene und auf deutscher Ebene, also unter dem deutschen und europäischen Verfassungsrecht, ist das unglaublich problematisch und heikel. Und deswegen, ich bin mir auch nicht sicher, ob diese Regelung, Geimpfte dürfen Grundrechte wieder ausüben, Nicht-Geimpfte dürfen ihre Grundrechte weiterhin nicht ausüben, ob diese Regelung mit der Verfassung zu vereinbaren wäre und vor Gerichten auch Bestand hätte. Unsere Grundidee, sowohl auf europäischer Ebene als auch auf nationaler Ebene in den Verfassungen ist, jeder Mensch hat Menschenrechte und Grundrechte, unabhängig davon, wie gesund oder wie krank oder welchen Impfstatus er hat. Und wenn wir jetzt anfangen, das zu koppeln, dann begehen wir sozusagen auch einen Tabubruch. Wir koppeln nämlich die Ausübung von Freiheiten, von Menschenrechten an den Gesundheitszustand, an den Impfstatus. Und das ist was ganz Neues und das ist verfassungsrechtlich unglaublich heikel. Und das war es möglicherweise auch die Kanzlerin, weswegen sie ja nicht so ganz überzeugt ist und eher abwartend agiert. Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf das, was Sie gesagt haben, dass die einzelnen EU-Länder schon in der Lage sein, sind in Sondersituationen zu sagen, naja, wir machen dann doch ein bisschen die Grenze zu. Wer definiert denn solch eine Sondersituation? Die Formulierung in den europäischen Verträgen ist ernsthafte Bedrohung. Und dann fangen erstmal an, auszulegen oder zu definieren, die Staaten selber, ob es eine ernsthafte Bedrohung gibt oder nicht. Das hat Deutschland gemacht, als es gesagt hat, naja, die britische oder die Corona-Varianten zum Beispiel aus Tschechien bedrohen uns. Das ist eine ernsthafte Bedrohung, deswegen machen wir den Grenzübertritt zu Tschechien schwieriger und teilweise auch ganz zu. In allerletzter Instanz könnte man da auch den europäischen Rechtsweg beschränken und dann würde in allerletzter Instanz, das würde aber zeitlich dauern, der Europäische Gerichtshof entscheiden, ob die Staaten zu Recht eine ernsthafte Bedrohung angenommen haben oder nicht. Es ist aber sicherlich ein Unterschied, ob man sagt, die ernsthafte Bedrohung besteht darin, dass sich das Virus ausbreitet, oder ob man sagt, die ernsthafte Bedrohung besteht darin, dass wir vielleicht unseren Tourismus nicht wieder ankurbeln können und so weiter. Man muss also genau überlegen, warum man diese Sonderregelungen macht,
warum man diese Sonderregelung macht und Ausnahmen schafft von der grundsätzlichen Freiheit des Binnenverkehrs in Europa. Herr Volker Böhme-Nessler, das alles, was wir jetzt besprochen haben, aus Ihrer Sicht, kommt dieser Impfpass tatsächlich noch dieses Jahr oder eher nicht, weil es so kompliziert ist? Das ist eine ganz schwierige Frage und ganz ehrlich, ich kann die Frage nicht beantworten. Ich persönlich sehe das verfassungsrechtlich eher ein bisschen kritisch, aber ich sehe auch, dass viele politische Interessen oder viele Interessen in der politischen Diskussion diesen Impfpass gerne hätten. Also ganz schwierig zu sagen. Um die Antwort drücke ich mich jetzt. Tut mir leid. Trotzdem schönes Wochenende. Professor Volker Böhme-Nessler war das, Verfassungsrechtler an der Universität Oldenburg. Danke für das Gespräch. Dankeschön an Sie. Danke.